Eine Kreuztabelle soll per VBA in eine Liste umgewandelt werden. In Excel-Video 468 habe ich die Aufgabe gestellt und das hier Lösungsvariante 4 nachzulesen, auch auf theosblog.com vom 28. Januar 2014. Und da gibt es dann auch die Lösungsdatei, eine Excel-Datei mit Makros als ZIP-Datei verpackt. So sieht die Ausgangstabelle aus. In Spalte B angesetzt habe ich eine Kreuztabelle. Kreuztabelle deshalb, weil ich habe hier in diesem Block ab Spalte 4 der Kreuztabelle, gut Spalte E, aber gerade Spalte 4 der Kreuztabelle, habe ich Daten. Und das sind eigentlich immer Werte, die ja noch zusätzlich die Information des Monats oben tragen. Das heißt, ich habe hier die Monate und pro Monat immer Werte ähnlichen oder gleichen Typs, aber halt nach Monat. Und das lässt sich sehr schlecht auswerten, so in Pivot. Ich müsste das erstmal in eine strukturierte Liste verwandeln. Hier oben sind die Überschriften, die immer gleich bleiben sollen. Also diese Titel hier, die stehen dann immer pro Zeile. Dann möchte ich den Monat sehen und dann den Wert. Ich klicke einmal hier rein, führe das Makro einmal aus. Ich habe hier also die Überschriften, Projektname, Datum. Das hier sind die Monate und das hier sind die Umsätze. Dieser Block hier, das habe ich hier einmal geschrieben, Monat und Umsatz, damit diese Überschriften auch gleich über den Daten stehen. Ich klicke einmal drauf. In der Spalte 4 der Kreuztabelle, 1, 2, 3, 4, beginnen meine Daten. Ist das richtig so? Nein. Na, muss ich nochmal machen. Also ich kann das korrigieren. Doch, es war richtig. In Spalte 4, jawohl. Und ich habe nun nach einer kleinen Wartezeit eine Tabelle, Kreuztabelle, wo hier in Spalte A, B, C die Daten stehen, die auch vorher in A, B, C standen. Aber ich sortiere mal. Die stehen jetzt so oft untereinander jeweils, so oft, wie ich Überschriften in der Kreuztabelle hatte. Und hier sind die Überschriften und daneben stehen die Werte, die in dieser breiten Kreuztabelle standen. In Summe 30.335, auch hier markiert 30.335. So, noch ein kleiner Hinweis. Hier bei den Monaten habe ich jetzt ein Hochkomma davor. Das ergänze ich noch künstlich, falls hier in den Überschriften zum Beispiel solche Werte stehen, die bitte dann nicht umformatiert werden. Dann würden die exakt genauso lauten durch dieses Hochkomma. So, ich drücke mal Alt F11 für das Makro. Was passiert hier? Das Makro heißt Kreuztabelle Liste und wird durch meinen Schalter hier ausgelöst. Ich kann ja ganz schnell einen kleinen Schalter basteln, eine Form, ich nehme mal so ein Dreieck, so, und kann damit rechts draufklicken und ein Makro zuweisen. Und da habe ich einfach Kreuztabelle genommen, klick auf OK, ja, jetzt würde ein Klick hier drauf, würde das Makro starten. Das habe ich hier gemacht mit dieser Form. Dann habe ich die Variablen deklariert und habe gesagt, bei einem Fehler gehe unten in den Error-Händler, also ohne Fehler, gehe so lange hier durch, bis die Ausstiegsoption Exit Sub kommt. Ansonsten bei einem Fehler springe in den Error-Händler und da mit End Sub geht das Makro auch wirklich erst zu Ende. Application Screen Updating setze ich auch hier wieder auf True, weil im Falle der Programmierung, dass die durchläuft, möchte ich kein Flackern oder so sehen. Ich hoffe einfach, dass es dadurch schneller läuft. Die Bildschirmaktualisierung wird hier ausgeschaltet. So, und dann gibt es zwei Tabellenblätter von Interesse, nämlich A, die Kreuztabelle selber. Das ist das Blatt, in dem ich stehe. Also wenn ich hier stehe, in diesem Blatt, das ist meine Kreuztabelle. Und dann soll ein neues Blatt ergänzt werden, das ist meine Zieltabelle. Also ich setze erst Worksheet Kreuztabelle auf das aktuelle Tabellenblatt und ein bisschen tiefer, da erstelle ich die Zieltabelle, sag, und die Zieltabelle ist das neu hinzugefügte Blatt, das ganz hinten rechts dran gepackt wird. Also neue Blätter, die kommen immer hinten dran, die bekommen dann automatisch den Namen Tabelle 8, 9, 10, die kann ich ja noch umbenennen. So, und dann soll er wieder auf die Kreuztabelle gehen. Und unten setze ich beide Blätter noch auf Nothing. Wenn also das Makro durchgelaufen ist, soll das nicht mehr auf Active Sheet stehen und das nicht auf Tabelle 8 im Moment oder 7, hier Tabelle 7. Das soll auf Nothing gesetzt werden. So, und dann startet auch das Makro hier schon mit Inhalten. Hier wird gesagt, gucke in welcher Spalte ich stehe. Also wenn ich hier im Blatt in Spalte 5 stehe, das ist mein Active Column, dann ist das ja die Spalte 4 der Daten, weil ich diese blaue Spalte vorne habe. Also hier, die Startspalte ist die Active Column, das Active Cell Column, das ist die Zelle,
die Spalte, in der ich gerade stehe, und dann fragt er auch, ist die Datenreihe beginnend in Spalte 4? Hier wird 5 minus 1 gerechnet. Das kann ich dann mit Ja oder Nein beantworten. Der Wert, den ich hier klicke bei Yes, No, der wird hier in diese Variable geladen und hier wird er dann geprüft. Bei Ja passiert halt nichts, geht der Makro weiter. Bei Nein steigt er aus mit Exit Sub, da muss ich halt nochmal klicken. Ja, und dann prüfe ich in meinem Makro, wie viele Zeilen habe ich denn in der Kreuztabelle und wie viele Spalten habe ich. Spalten, ich gehe davon aus, dass ich IV nicht überschreite. IV, ich zähle in Zeile 1. Das ist halt bei Excel 2003 auch der Fall, hier bei Kompatibilitätstabellen. Und ich gehe davon aus, dass ich diese Zeilenzahl nicht überschreite. Und ich muss in Spalte B zählen, weil hier sind ja Daten, hier in Spalte A nicht. Also gucke ich, wie viele Daten da sind. Da kommen dann 31 raus. Und meine letzte Spalte ist die Spalte 11. K ist 11. Ja, und diese Infos, die werden jetzt hier eingelesen. Moment, ich kann das mal ausführen soweit. Moment, ich muss klicken, in meine Daten richtig markieren, Makro starten. So, ich drücke die Taste F8, laufe das mal so lange durch. So, jetzt wird in Int-Spalte der Wert 5 gelesen. Dann kommt die Frage, stehen die ersten Daten in Spalte 4? Jawohl. Dann geht es weiter. Ich habe auf Ja geklickt, deshalb geht es weiter und nicht mit No der Abbruch. Jetzt ermittelt er die letzte Spalte, das ist die 11, und die letzte Zeile ist die 31. Das heißt, in diesem Gerüst hier, in diesem Gerüst von der vierten Spalte dieser Matrix, dieser Liste, dieser Kreuztabelle bis zu der letzten, diese Daten soll er untereinander schreiben. Und das kommt in den Teil hier runter. K2 bezeichnet die Zeile, in der nachher die Daten hier eingetragen werden. Es soll in Zeile 2 beginnen, hier werden Daten eingetragen, in Zeile K3, in 4, in 5 werden die Daten eingetragen. So, und das gehe ich dann hier durch. Das ist eine in sich geschlungene Schleife, also ich zähle erst die Spalten durch und innerhalb der Spalten, dann gehe ich durch die Zeilen. Erst die Spalte 5, dann die Spalte 6, dann die Spalte 7, bis ich die Spalte 11 erreicht habe. Und das soll er dann auch noch für jede Zeile durchgehen, von Zeile 2 bis Zeile 31. Das heißt, es werden die Daten gefüllt. Ich gehe in die Zieltabelle und hier von Spalte 2 bis Spalte 4. Ich habe ja eine 5 ausgewählt, aber hier steht eine 4. Werden die Daten dann eingetragen, die Daten, die hier stehen, diese Daten hier, dieser Teil pro Zeile, immer pro Zeile, diese drei, die werden einfach stumpf rüber kopiert. 1 zu 1, Moment, das passiert hier. Da geht eine kleine Schleife durch und trägt die ganzen Werte hier ein, ist dann da durch. Und dann geht er in die Überschriftenzeile 1 und trägt einfach den Wert der Spaltentitel Januar, Februar, März ein. Ich habe das Hochkomma, wie gesagt, gesetzt, damit so Werte, die wie Zahlen aussehen, als Titel, als Überschriften gezählt werden. Und dann nimmt er die Daten in die Spalte 5. Meine Zieltabelle soll der Wert genommen werden, Moment, hier rein, in die Spalte 5 meiner Zieltabelle soll der Wert genommen werden, der hier jeweils steht. Hier, erstmal die ersten 7, dann die nächsten 7. So, und wenn der Wert halt leer ist, das steht hier auch, wenn der Wert leer ist, dann soll er das erst gar nicht machen. Da ist eine Prüfung drin, wenn die Zelle leer ist, dann soll er bitte diese Zeilen einfach weglassen, weil da sind ja entsprechend keine Daten vorliegend. Das ist ja was anderes, als wenn es eine 0 wäre. Und wenn ich das Ganze ausführe, ich mache mal hier einen Stopp. So. Hier kann man Stopp setzen. Ich lasse das jetzt mal mit F5 so lange durchlaufen. Dann habe ich jetzt hier mein neues Tabellenblatt, aber noch ohne Überschriften, noch ohne Titel hierüber. Und das passiert hier zum Schluss. Es werden die Werte gezogen von Spalte 2 bis Spalte 4, die sich in der ersten Zeile meiner Kreuztabelle befinden, die sollen zur ersten Zeile Spalte 1, 2, 3 werden. Also von 2, 3, 4 auf 1, 2, 3,
Das ist halt, weil das hier leicht verschoben ist. Hier sind die Daten in Spalte 1, 2, 3. Hier sind die Spalten in Spalte 2, 3, 4. Und diese Titel kommen oben drüber. So, und das passiert hier. Ich hebe mal das Stopp auf. Gehe jetzt hier mal durch. Moment, F8. Da läuft da die 3 mal durch. Dann ganz stumpf einmal den Wert, der hier links steht, als Überschrift genommen hierfür und das, was hier steht, in der Zelle A15 als Überschrift für diese Spalte. Einmal geguckt, ausgeführt, so, alles auf Nothing gesetzt. Die Kunst ist halt hier gewesen, dass ich meine Tabelle, meine Kreuztabelle, den Datenbereich als solchen erkenne und diesen mit einer in sich verschachtelten Schleife einmal Zelle für Zelle abfahre und diese Werte dann untereinander trage. Für mich die schnellste Lösung, keine Menüs zu bedienen und zuverlässig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.